Hier sind die lustigsten und skurrilsten Nachrichten aus der 9. und 10. Kalenderwoche. Panne in Duisburg. Nicht getestete bekommen Corona-Testergebnis mitgeteilt. Texas und Mississippi beenden Corona-Maßnahmen. Die Maskenpflicht und der Lockdown ist dort aufgehoben. Lockdown, the Lockdown. In Deutschland hingegen wird der Lockdown Monat für Monat verlängert. Das ist zumindest keine Öffnungsstrategie. Das ist eine Öffnungsfata Morgana. Man sieht also, die Menschen können Öffnungen sehen. In Wahrheit sind sie aber für viele kaum erreichbar. Tochter mit Corona infiziert. Geimpfte Eltern müssen auch in Quarantäne. Das entschied ein Verwaltungsgericht in Rheinland-Pfalz. Pilotprojekt in Israel. Elektronisches Armband zur Überwachung der Quarantäne. Deutschland impft vorerst nicht mehr mit AstraZeneca. Um das nochmal klar zu sagen, diese Impfstoffe, die wir zugelassen haben, sind alle hochwirksam. Und ich wäre über nichts glücklicher, wenn ich selber bald diesen AstraZeneca-Impfstoff genießen dürfen. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, aufgrund einer aktuellen Empfehlung des Paul-Ehrlich-Instituts setzt die Bundesregierung die Corona-Impfung mit AstraZeneca vorsorglich aus. Hintergrund sind neu gemeldete Fälle von Thrombosen der Hirnvenen, die in zeitlichem Zusammenhang mit einer AstraZeneca-Impfung stehen. Grünes Zertifikat kommt zum 1. Juni mit dem Impfnachweis wieder in den Urlaub. Deswegen finde ich auch der Impfausweis, Impfpässe absolut sinnvoll. Nicht nur auf europäischer Ebene beim Reisen, sondern dann auf Dauer auch natürlich für das Alltagsleben. Eine Impfung zum Mitnehmen bitte. Die erste Drive-In-Impfung in Deutschland hat eröffnet. Die Stadt Bremervörde, die hat sich nämlich etwas ganz Cleveres ausgedacht, um die Einwohner so schnell wie möglich zu impfen. Seit heute gibt es dort einen Drive-In. Impfung statt Fast Food also. Registrierung, Arztgespräch, Spritze und Überwachungsphase, all das passiert tatsächlich, während man im Auto sitzt. Historisch niedrige Bettenauslastung. Die Bettenauslastung ging im Jahr 2020 um 13% zurück. Ende Januar auf dem Höhepunkt der Pandemie. Eine Demonstration vor dem Bundesgesundheitsministerium. Die Regierung hatte zwar beschworen, eine Überlastung der Krankenhäuser mit allen Mitteln zu vermeiden. Jedes Klinikbett zähle. Trotzdem wurden 2020 genau 20 Kliniken dicht gemacht, trotz Corona. Und es sollen nicht die letzten sein. Studie. Schutzmasken mindern die Sprachverständlichkeit. Vielen Dank für diese Studie. Jetzt wissen wir mehr. Bürgermeister von Kapschütztal. 13 Corona-Tote, die es in meinem Ort gar nicht gab. Fälschlicherweise wurde behauptet, dass es in der 2875 Einwohnergemeinde Kapschütztal 13 Corona-Tote gab. Der Bürgermeister war sehr misstrauisch und forschte nach. Tatsächlich gab es keinen einzigen Corona-Toten. Und nun die letzte kuriose Nachricht. Weltrekordversuch in Kassel. Am Samstag, den 20.03. versucht man in Kassel, die längste Polonaise der Welt zu tanzen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr es gerne auch auf Facebook teilen. Und da können Sie auch den Link zu Facebook klicken. Schauen Sie mal rein. Schönen Abend. Ja, keine Ahnung, wo sie da mit ihren Gedanken war.